Der honigschleckende Bär ist von den Bienen vertrieben worden. Wie? Indem sie ihm die Nase zerstochen haben. Das hat nicht schön ausgesehen. Aber der Bär ist auch nicht zimperlich vorgegangen bei der Zerstörung des hohlen Astes, in dem die Bienen ihre Waben gehabt haben. Shimmy sagt, das hat nichts mit Kausalität zu tun. Es sind bloß Korrelationen. Es wird neue Äste geben. Andere Bienen werden ihre Waben dort bauen und ihren Honig darin horten. Ein anderer Bär wird ein andermal den Ast vom Baum schlagen, ihn aufbrechen und mit der Pranke den Honig herausschlagen. Das ist nicht traurig. Das ist die Natur.